So, herzlich willkommen, liebe Trading-Freunde von traden.de. Ich bin's, Bullboss aus dem Trading-Forum, traden.de. Und wir schauen uns heute die Trading-Plattform von Active Trades an. Hier sind wir Active Trader. Active Trades ist unser neuer Partnerbroker. Stolz präsentieren wir Active Trades in unserer Liste auf Platz 2. Die haben den MT5, die haben TradingView, haben eine Top-Bewertung. German Desk, gute Sicherheiten. Und jetzt machen wir einen Test im Active Trader. Wir handeln zum ersten Mal hier über diese Plattform. Ich habe ein Demokonto erstellt und bin 49 Euro minus. Die wollen wir jetzt rausholen. Das war ein Test Trade. Und ja, hier im Active Trader ist TradingView eingebunden. Das heißt, wenn du ein Konto über traden.de bei Active Trades eröffnest, kannst du dich entscheiden zwischen MetaTrader 5 und oder TradingView Template. Dann bekommst du ein Jahr kostenfrei das Template, entweder für MT5 oder für TradingView. So, hier sind wir eingeloggt bei TradingView und haben das Template geöffnet. Hier haben wir ein Short-Signal im Gold, aber wir machen das anders. Wir handeln die Bullpower Trading-Signale aus dem MetaTrader 5. Und zwar hier haben wir nämlich eine schöne Aufwärtsbewegung im Euro-USD und wollen zum Beispiel hier Long handeln. Wir haben ein Long-Signal. Das ist jetzt nicht das geilste Signal, das lassen wir doch aus. Trendkanal zeigt runter, sind überkauft. Kein schönes Einstiegssignal. Schauen wir uns GBP/USD an, Long. Das sieht schon viel besser aus. Unten am Trendkanal angekommen. Unterkauft, Pfeil nach oben. Das gefällt mir viel besser. GBP/USD. Dann öffnen wir mal GBP/USD hier im Chart. Und gehen long. Das sieht doch wunderschön aus. GBP/USD Buy. Volumen. Ein Lot. Ist das jetzt der Betrag oder? Ah, hier kann ich Betrag eingeben. Und hier die Lots. Nicht wundern, das ist hier dann der gehebelte Betrag, den man an der Börse bewegt. So, wir handeln mal hier einen Lot. Long. Ich mache das zum ersten Mal über diese Active Trader Plattform. Testen wir das mal gemeinsam. Order platzieren, funktioniert nice. Minus 10 Euro, okay. Und ich nehme an, bei TradingView haben wir den Trade jetzt auch offen. Macht Sinn. Dann gehen wir auf TradingView, GBP/USD und suchen hier den Active Trades. GBP/USD heraus. Hier haben wir es. Great Britain Pfund versus US-Dollar. So. Ich müsste eingeloggt sein. Ne. Dann machen wir das schnell. Ah doch, sind eingeloggt. Active Trades, Demokonto. Ja, minus 40 Euro. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch was Interessantes haben. USD-Yen, auch sehr schön. Wir sind völlig überkauft, am Pivotpunkt angekommen. Starkes Short-Signal und überkauft. Das nehmen wir jetzt einfach auch mal mit. Das war USD-Yen. Da gleich an dritter Stelle, sehr schön. USD Yen. Öffnen wir mal den Chart. Ja, die Korrektur sollte hier bald kommen. Gehen wir mal Short. Diesmal mit drei Lots. Das Signal gefällt mir besser. Na, wir schauen mal, was passiert. Bis später. So, liebe Trading-Freunde, wie du hier sehen kannst, habe ich jetzt hier zwei erfolgreiche Trades mit dem Bullpower Template machen können. Wir haben dem Bullpower Pfeilsignal, sind wir einfach stumpf gefolgt
und ich habe hier jeweils 1200 Euro und 1000 Euro plus gemacht. Und wie man oben rechts sieht, haben wir jetzt eine Equity von knapp 12.000. Wir haben jetzt 300 Euro Swap bezahlt, weil ich die Trades offen gelassen habe übers Wochenende. So, jetzt zeige ich dir noch, wie du das Template bekommst, und zwar hier auf traden.de. In der Broker-Top-Liste klickst du dann hier rechts auf Template erhalten, dann unten klickst du hier auf den Button und dann registrierst du dich hier über dieses Formular und dann bekommst du das Template kostenfrei und gratis zugesendet. Falls du irgendwelche Fragen hast oder was ich testen soll, dann schreib das bitte in die Kommentare. Abonniere mich gerne, gib mir einen Daumen hoch. Wir sehen uns im Trading Forum. Bis zum nächsten Video.